Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Mein Name ist Rotmec und wir sind ja hier in idyllischer Ruhe, in Friedlichkeit. Und ja, wir wollen zu den Minen rüber. Und da ist Lynn, unsere Freundin. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon wieder vergessen, wie wir heißen nach der Auferstehung. Ich wollte ja meinen Kanal danach benennen, aber ich habe schon wieder vergessen. Egal, wir rennen jetzt hier, also ich gehe mal davon aus, dass ich hier drüber rüberspringen muss. Machen wir jetzt einfach mal, weil hier sehe ich keinen Weg, wo ich da runterkommen könnte. Deshalb springen wir darüber. Mit ein bisschen Anlauf wird das schon klappen. Und höher! Hast du gut gemacht. Gespeichert. Shit. I can't. Was kannst du nicht? I just need a rope. Ein Rope. So, willst du dich aufhängen hier? Mit einem Seil? Kannst du gerne machen. Dann ist das Spiel vorbei. An mir wäre es dann nicht gelegen, ne? Ich hätte es geschafft, aber wenn du dich aufhängen willst, oh, Kollege, mach. So, nein, er will sich nicht aufhängen. Wir wollen aber einen Brief lesen. Ein kurzer Brief. Die meisten von euch sagen jetzt, Gott sei Dank, wenn Rotmec hier liest, das ist immer eine Qual. Es ist ein Horrorspiel, deshalb, ihr seid auch nicht davor gefeilt. Tut mir leid, dass ich das Seil vom Flaschenzug geborgt und damit in den Himmel zu klettern. Haha. Ja. Ich habe das Seil. Ja, egal. Haha. Wenn der Fettsack Ezekiel auch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Okay, da hat sich erhängt damit. Das ist. Kann man zwischen den Zeilen lesen, ja? Seite 13 von 18. Oh, wir kommen dem Ende näher. Sagt er. So, also, es braucht ein Seil. Das müssen wir uns jetzt holen gehen. Da ist aber geschlossen. Du brauchst das Seil. Blockiert. Danke dafür. Wie das gehen soll? Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie... Runterspringen kann ich nicht. Da bin ich tot. Da könnte ich jetzt drauf wetten. Also, er will in den Himmel. Ah, da oben. Ah. Ja, super. Jetzt müssen wir hier wieder rumrennen. Oh, wie ich das hasse. Erstmal gehen wir da unten lang. Vielleicht gibt es da noch was für den Rotmec. Ich denke zwar nicht. Mal die Batterien wechseln. So. Und dann machen wir einfach mal wieder die Taktik. Die klappen nie so schlecht. Einfach mal drauf losrennen. Sagt er und schleicht weiter. Ja, ich bin ein bisschen ängstlicher, als ich zugeben würde. Da ist einer. Und deshalb sage ich, wir gehen da hinten lang. Meine Entscheidung, ja? Mein Leben. Was war das jetzt? Da hat doch was geklopft. Aber da hinten durch kann ich nicht, ne? Ne, geht nicht. Ich muss schon da unten lang. Ich da dazwischen irgendwo lang? Nee, geht auch nicht. Also wie? Hier auf der Seite durch? Geht auch nicht. Wieso komme ich denn überhaupt bis hier hin? Da muss doch irgendwas sein, was speziell ist, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Aber das Spiel sagt, nur Rotmec. Da ist aber einer. Der kommt auch... Der kommt näher. Okay, wir gehen jetzt da runter. Wieso rennt der denn nicht? Das Kreuz wartet. Jetzt gehen wir da. Da. Au! So, okay, dann renne ich halt. Alter, wieso kann der nicht mehr rennen? So, jetzt lauf. Drücke auf, um zu heilen. Junge, aber nicht im Stehen. Du sollst rennen. Da ist auch einer. Das ist doof. Das ist doof, wenn da die Leute sind. Ich will nicht mit Leuten abhängen. Das kann ich nicht öffnen. Oh, wo sind die denn? Weg sind sie. Einfach rennen. Rotmec, das sollten wir viel öfters machen. Ja, ich spreche mit mir selber. Da ist einer. Das sollte ich echt öfters machen. Einfach drauf losrennen. Kann ich das öffnen hier?
geht nicht. Der Typ steht dann wieder da. Hier steht mal wieder keiner. Ja. Komm, schließen! Fuck! Boah. Das Fenster öffnen und raus. Scheiße, da. Da stand auch drin. Wow. Okay, wir rennen. Da ist auch einer. Da sind überall Leute. Da oben ist auch was. Scheiße, wo ist denn der Typ mit dem Seil? Weg damit. So. Lauf hier hoch. Jetzt ist mir die Batterie auch schon wieder am Arsch. Er will in den Himmel, wollte er. So, hier. Ja, lass dir ruhig Zeit, Kollege. Okay, das Seil ist runtergefallen. Gespeichert. Ich frag mich, warum man das überhaupt langsam machen sollte. Weil, mit schnell geht's. Einfach ein bisschen Tempo Teufel und dann ist es okay. So, das Seil ist da unten irgendwo. Die nächste Batterie ist am Arsch. Ich nutze sie noch, solange es geht. Da drüben ist eine. Nachladen lasse ich erstmal noch sein. Wenn wir natürlich nicht gerade auf jemanden treffen, dann ist es in Ordnung. Was ist denn da das Seil? Hier. Da ist er. Ah, jetzt verstehe ich. Wir standen vorhin da drüben. Und haben gesehen, wie der hier hängt. So, Batterie wechseln und dann müssen wir zurück. Zurück in die Bude. Lauf! Oh, der Goblin-Zwerg ist auch wieder da. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn der Weg, um zurückzukommen. Ich glaube, es geht so in diese Richtung. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das stimmt, das ist gut. So, komm. Rauf da. Und rein. So, hier. Mach mal! So. Macht von selber. Ist ein... Tschüss! Ich verabscheue mich. Da kommt keiner rein. Doch, der kommt gleich rein hier. Und wird das Seil losmachen. Nein! Er zieht mich hoch! Was? Die werfen ihn runter. Was war jetzt das? Gespeichert. Haben die jetzt ihn runtergeworfen oder was? Ich heile mich mal. Einfach, weil ich es kann. Haben die jetzt ihn runtergeworfen? Den Goblin-Zwerg-Typen. Das kleine Kind mit dem großen Glied. Kann da nicht sein, oder? Naja. Mir soll es recht sein. Wir gehen mal weiter. Wir kommen gut voran. Hier ist irgendwas. Was denn? Interagieren. Wow. Und da sind wir wieder. Wir sind wieder auf dem Dach des Schulgebäudes wahrscheinlich. Und müssen den Selbstmord von Jess aufklären. Wobei, eigentlich ist die Sache ja klar. Die Frage ist nur, gibt er sich selber die Schuld an ihrem Tod? Das sind Fußspuren. Und natürlich, wenn da irgendwo Fußspuren sind in einem Horrorspiel, folgen wir diesen Fußspuren. Oder Blutspuren wären noch viel besser, ne? Fuß- und Blutspuren, das lieben wir. Die Tür ist nicht zu öffnen. Da haben wir sogar, da haben wir beides. Blut- und Fußspuren. Sehr schön. Das ist genau unser Ding. Weiter. Hier sind die Spuren. Und da geht's rein. So, die Kamera würde ich gerne gebrauchen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird gruseliger. Schauen wir mal. Hallo. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin's, Rotmack. Ich sollte eigentlich auf einer Schulfahrt sein, Klassenfahrt, aber ich habe mir gedacht, ich komme mal hier vorbei.
Und schau mir mal ein bisschen oben hier. Da ist Blut. Blut, Blut. Wow, 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 wow. Das ist der andere Typ wieder. Scheiße, kann ich hier? Kann ich runter? Oh, das war clever. Das war gut, Robin. Das war super. Das hast du fein gemacht. So, wieder draußen. Wurde gespeichert. Ha! Siehst du? Der kann kombinieren, der gute Rodnick. War jetzt nicht lang. Dieser mehrarmige Typ. Dieser Schwanzlutscher, ne? Ja, ich hab's gesagt. Aber wenn das Spiel das sagen darf, darf ich das auch sagen. Ja. So schaut's aus. So, wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Ah. Normalerweise habe ich immer länger bei solchen Sachen, um rauszufinden, was ich zu tun habe. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass viele zocken, das zahlt sich aus. Ja, genau. Hier eine Batterie. Ja, meins. So, heilen. Wissen wir uns nicht. Blockiert. Okay. Es ist blockiert. Das heißt, es ist wahrscheinlich der falsche unterirdische Gang. Da gibt es vielleicht mehrere, würde ich sagen. Ich habe immer so Panik, wenn ich von irgendwo so rauf muss. Und schau mal so drüber. Dann kommt einer und... Ja, hab dich. Ja, genau so sagt er dann. Genau so. Kennen wir ja zu Genüge. So, dann hat es dann irgendwo hier wahrscheinlich eine andere Möglichkeit. Hier zum Beispiel. Da kann man nicht interagieren damit. Das ist das Blut. Da ist eine Tür. Wird aber auch nicht interagierbar sein. Geht alles nicht. Da oben ist Licht. Aber ich denke schon, wir müssen irgendwo... Davon aus, wir müssen schon irgendwo unterirdisch weiter. Da ist verschlossen. Das ist der einzige Ort. Es ist nicht ein großes Areal. Es ist ein kleines Areal. Und nur hier... Können wir runter? Zumindest habe ich das Gefühl. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Die Türen sind zu. Fenster geht auch nicht. Hier kann man nicht interagieren damit. Sonst hier sehe ich keine... keine Möglichkeiten eigentlich. Dann müssen wir noch mal runter. Vielleicht ist es doch da unten. Nur halt anders irgendwie. Anders. Vielleicht habe ich was übersehen. Wir gehen mal runter, komm. Runter mit dir. Wir haben ja noch etwas Zeit. So. Wenn wir uns jetzt hier umschauen, da ist eigentlich nichts. Diese Tür wurde geöffnet. Hier gibt es auch nichts auf dem Boden. Die Wände sind, das ist alles eigentlich safe. Das Einzige, was ist, ist da, was blockiert ist. Dieser Gang. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Freunde. Ich denke nicht, dass hier irgendwas ist. Blockiert. Wir müssen wahrscheinlich raus. Wir müssen das draußen irgendwo klären. Okay, wir gehen da rein. Dann gehen wir... Oh, nee, ich will nicht rein. Ich wollte das nur so im Kopf durchspielen. Weil der Gang, ne? Wir haben ja einen Gang. Also, wir sind da rein. Da sind wir... Hier. Stimmt das? Keine Ahnung. Ich bin... ich bin so orientierungslos. Da ist ein Brief hinten drin. Was war das denn? Da ist ein Brief. Also ich muss da wahrscheinlich reinkommen. Jetzt ist hier eine Tür. Ja, was... Wieso hältst du dich an der Tür? Geht nicht. Okay, Fenster irgendwo, irgendwas? Irgendwas. Nein. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, liebe Freunde. Diese Tür da geht auch nicht. Auch schon gehabt.
Gibt's irgendwo Fenster? Kann ich so wie Mario hier zwischen den Mauern springen? Da ist Licht. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo Schatten ist, ist das Böse. Und wenn das Böse ist, da müssen wir natürlich hin. Da ist verschlossen. Ich verstehe es nicht. Da hat es, Gottvertrauen-Sachen. Das hat doch bisher so gut funktioniert. Und jetzt bin ich hier echt am Anstehen. Aber ich muss doch hier irgendwie rein. Irgendwie muss ich da reinkommen. Weil da ein Brief ist. Und diesen Brief, den will ich sehen. Muss ich irgendwas filmen? Diese Störgeräusche. Sind das... Geben die mir einen Anhaltspunkt, ob ich richtig bin? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben noch 4 Minuten. Und wenn ich es in den 4 Minuten nicht schaffe... Geh doch mal runter. Ich finde das da oben, finde ich echt nichts. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich halt irgendwo nachsehen, weil... Wenn ich das jetzt 4 Minuten lang immer noch nicht finde, dann weiß ich halt leider auch nicht. Dann müsste ich ein bisschen bescheißen. Auf jeden Fall ist da nichts. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Bei der Treppe hier, da ist auch nichts. Auf anderen Weg gibt es auch nicht. Ich bin wirklich mal ein bisschen überfragt. Da sind wir gekommen. Meistens ist es irgendwo... Das sind aber meine eigenen Fußtritte, ne? Ich hinterlasse auch Spuren, oder? Ja, genau. Also wir können nicht auf Fußspuren gehen. Ich würde aber sagen, so rein vom Aufbau her. Wir sind von da gekommen. Dann müssen wir doch irgendwo da rein. Würde schon Sinn machen, ne? Unten irgendwo eine Platte. Diese Platte hier geht mir auch ein bisschen auf den Senkel. Wieso kann ich damit nicht interagieren? Das verstehe ich auch nicht. Da ist ja... Da! Musst du noch am richtigen Ort dich halten, weißt du? Danke für das. Danke dafür. So, runter. Haben wir dann doch nicht so lange gebraucht. Hust, hust. Und, jo. Öffnen. Ja, öffnen. Ich will es nicht langsam bewegen. Also wir sind ja schon am Arsch. Da muss ich nicht noch langsam mich fortbewegen. So, gespeichert. Sehr schön. Oh, kommt da irgendwas? Das hört sich gar nicht gut an. Geschlossen. War da was hinter mir her oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die Musik so ein bisschen macht, ja, wie macht sie genau? Dann renne ich halt einfach. Das ist so ein Urinstinkt. So. Komme ich jetzt zu meinem Zettel hier? Der ist da. Ja, schön. Ja. Bin ich nicht. Wow. Nein! Nein, nicht wieder! Nicht wieder der Scheißkerl. Oh, ich muss aufnehmen. Jessica! Come here. Jess! Hey! Quick! Wo sind wir denn hier? Ich seh... Jessica! Ich seh nicht viel. Can you hear me? Ich laufe einfach mal in eine Richtung. Ich seh nichts. Nichts. Moment. Here, quick! The day is done. Oh God, the sun! Look down upon my little one. Light of light. Zurück. Keep me this light. Bis jetzt. And shed brown.
Wo bist du? Sag etwas. Jesse. Jess. Da. Ich hab sie wieder. Wo bin ich denn? The day is done. Ja, ich komm her. The sun. Look down upon little one. Ich komm her. Das Licht ist an. Wo ist sie jetzt? I need not fear. If thou were near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh Gott, the sun, look down upon. Ja, ich komme, Jess. Ich höre dich nicht mehr. Da. Keep me this night and shed round me. Da. My presence bright. I need this way, Blake. Immer ein bisschen. Jess, are you there? Ja, ich bin, glaube ich, ziemlich nah jetzt. Jess, du bist ein Arschloch. Ja, du bist ein Arschloch, Jess. Ich liebe es einfach, wenn ich... Sag mal... I can still find my way to the mine. Ah, wir sind noch im Spiel. Ich dachte schon, das ist jetzt ein Break. So. Hat's gespeichert? Ich habe mich gar nicht... Ich würde mal sagen, ja, es hat gespeichert. Und ja, wir machen einen Break hier. Wir machen einen Break, es sind wieder 20 Minuten vorbei. Ja, das Ganze vermischt sich immer mehr. Er bekommt langsam auch nicht mehr hin. Was ist jetzt Vergangenheit? Was ist die Realität? Gut, ich gehe davon aus, dass das, wo wir jetzt sind, im Wald, das ist schon die Realität. Aber, ich mach mal die Kamera aus, weil brauchen wir nicht. So, er bekommt immer mehr so ein bisschen den... Und das wird sich irgendwie noch rächen, habe ich das Gefühl. Plötzlich ist er hier der Anführer der beiden Gruppen und vereint sie wieder und herrlich. Wieso macht er die Musik so ein Mäxchen? Ist okay. Gut, also auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmack. Ciao.